Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Jack and Daxter. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal ein Dankeschön an die vielen Zuschauer da draußen, die das ganze letzte Video fantastisch, wunderbar positiv bewertet haben. In der letzten Folge waren wir nämlich in der Spinnenhöhle. Ja, das war eine blöde Idee von mir, weil die Spinnenhöhle war schon recht schwierig und ich habe jetzt auch nicht alle Energiezellen, da fehlen mir ein paar, aber ist mir völlig egal. Hauptsache, ich habe jetzt genug Orbs eingesammelt, weil jetzt kann ich die restlichen zwei Orbs von den Minenarbeiter leisten. Wie viel Geld? Ach, schon gut, ihr habt ja eine Energiezelle für eure Orbs. So, dann gib mir noch die letzte. Oh, oh, diesmal darf ich, ja? Hier ist eine Energiezelle. Ja, ja, was ihr gerade gesagt habt. Das war's, ihr habt uns völlig ausgenommen. Keine Energiezellen mehr. Geil, 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 geil. Gut, jetzt würde ich mal vorschlagen, wir gehen tatsächlich in die Schneegebirge. Und zwar müssten wir hier lang. Und da ist jetzt ein Aufzug, der bringt uns jetzt nach draußen. Schneegebirge. Ach, ist es nicht gut? Ein bisschen hier in der frischen Luft und... Oh Mann, direkt ein netter Besuch hier. Aber es ist verdammt, glaube ich, auch eiskalt für den guten alten Jack. Ah, ich glaube, ich muss da auch hochspringen, oder? Genau. Jetzt habe ich das deaktiviert. Wie komme ich denn da hier rüber? Einfach hier rüberspringen? Und eine Spielfliege. Hier gibt es auch Lade-Yetis, wie ihr seht. Und ich glaube, die kommen hier auch wirklich unendliche davon. Und keine Ahnung, was das ist, aber das ist eher so eine Art Eiskristallmonster. Okay, Moment mal. Alles klar, es gibt tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Energiezellen hier. Okay, ob ich die hier alle finden werde, keine Ahnung. Aber ich versuche es mein Bestes. Und da sind jetzt auch wieder so viele Orbs und so viele Wege. Da kann ich mich nicht entscheiden, wo ich zuerst hingehen möchte. Na, vielleicht gehen wir erstmal hier nach oben. Oh, vorsichtig. Das war jetzt blöd. Okay, hier haben wir jetzt Feuer-Echo. Nee, das ist so eine Art Power-Echo. Hatten wir überhaupt das Rote schon mal gehabt? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Woran sind wir jetzt gestorben? Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Ja, na super. Ey, wie gemein. Ah! Das war jetzt äußerst sehr merkwürdig. Woran bin ich jetzt gestorben? Ah!
Vielleicht sollte ich erstmal die hier platt machen. Okay. Was haben wir jetzt hier gemacht? Konnten wir das nicht bedienen oder musste ich das zerstören? Ich habe keine Ahnung. Hier wird auch leider nichts angezeigt oder irgendwas darauf hingedeutet. Hey, ist das hier das Sanddorf? Oder was ist das hier für ein Gebiet? Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal hier lang. Oh Gott, ich habe jetzt so meine Probleme. Oh bitte, Jack, fall nicht runter, ja? Oh, wow, vorsichtig. Ach komm schon. Ah, okay. Jetzt hat es sich... Wow, vorsichtig. Komm, ich weiß, es ist glatt, aber das schaffst du, Jack. Der springt eigentlich auch nie so richtig, wenn ich Doppelsprung gerne springen möchte. Mann! So, das hätten wir schon mal. Jawohl. Aber das war anscheinend nicht der letzte. Okay, geht es hier runter? Oh, ist das interessant. Okay, hier haben wir noch so einen. Ja, verzieht euch. Ja, jetzt kommt der Große. Ja, wie krieg ich den kaputt? Vielleicht kann Rotes Echo diesen Kerl besiegen. Ah, verstehe, ich brauche Rotes Echo, okay. Ah, hier hinten war ja Rotes Echo. Okay, dann machen wir ihn mal Platz. Ah! Okay, soweit so gut. Ah, was ist hier drüben? Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ja, hier geht's... Was? Was ist denn hier? Ach, das war die Nummer. So ein kleines Zeitfenster. Oder ein Zeitrennen. Ja, das war jetzt eine der leichtesten Sorte. Oh, oh, vorsichtig. Oh, okay, das schaffen wir. Wow, vorsichtig. Geschafft. Hey, beim ersten Mal. Hätte ich echt nicht gedacht.
Beim ersten Mal habe ich es geschafft. Ich weiß noch, damals, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich so oft Probleme dafür gehabt. Ah, und jetzt haben wir ein Tor geöffnet. Okay. Ach nö, jetzt muss ich das Ganze wieder zurück, ne? Ach nee, die Plattform bringt mich einfach zurück. Wie nett. Ah, jetzt bin ich hier beim großen Tor. Oder Burg, keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Aber ich war ja auch nicht überall. Das ist ja auch das Blöde. Oh Gott. Ey! Ah! Drecksvieh. Ey, warum geht das nicht? Mann! Ich finde das immer so kacke, dass es nicht funktioniert. Jawohl. So, was ist denn hier? Das sieht doch auch irgendwie sehr verdächtig aus. Okay, hier ist nur eine Spähfliege. Aber hier? Was ist denn da oben? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay, okay. Aber Moment mal, Moment mal. Ich glaube, da waren auch noch einige Wege, wo ich noch nicht war. Was ist denn hier eigentlich? Ah, ich bin da trotzdem hier unten. Okay, interessant. Okay, das ist hier eine nette Abkürzung. Also diese Frösche machen mir jetzt etwas paranoid. Ah, da bin ich wieder hier. Okay, sehr interessant. Also man sieht, einige Wege sind tatsächlich nur Abkürzungen. Da weiß man halt Bescheid dann. Ja, ich habe schon den Spielflieger. Komm, verzieh dich, du Mistvieh. Aber wo ist denn der Spielflieger? Ich habe doch irgendeine Kiste gehört. Ach, hier unten ist eine. Das war keine gute Idee. Aber ich bin... Ey! Oh, Mist, wie. Ah, verstehe. Ich verstehe schon. Ah, ich muss wieder zurück. Aber wo soll ich das denn wissen, dass hier einer hier rumlauert? Oder hier an der Bord? Keine Ahnung, was die hier machen.
So, na komm. Ah, eine Energiezelle. Ja, fein. Super. Gib her das Teil. Ja. Kalt hier draußen, okay. Interessant. Aber für was jetzt? Manchmal frage ich echt, für was bekomme ich denn die Trophäe? Ich meine, klar, wenn man, ich sag mal, hier alles einsammelt, dann erwarte ich schon locker für eine Trophäe. Aber hier jetzt gerade, das checke ich jetzt gerade echt nicht. War das vielleicht die Bestleistung in Silber oder... Ach, ich habe keine Ahnung. Die Trophäen sind jetzt auch mir echt latte egal. Hauptsache ich habe genügend Energiezellen, um weiterzukommen. Ah, Moment mal. Hier geht's ja noch weiter. So, verzieh dich. Boah, glatt 2 hier. Oh, vorsichtig. Ey, Mann. Oh, vorsichtig. Jack, bitte mach keinen Unfug. Nein. Na bitte, geht doch. Schön langsam. Boah, das muss doch auch bestimmt echt kalt sein. Auf seinen Füßen oder in seinen Füßen. Das ist doch echt eiskalt hier. Okay, so weit, so gut. Aber was ist denn hier? Okay, rotes Eko. Ah, hier ist auch noch eine... Wow, Alter. Was ist denn hier los? Ja, ich brauche wieder rotes Eko. Muss ich hier die alle besiegen oder einfach nur durchrennen? Ich renne mal erstmal hier durch. Ja, das war doch einfach. Gut, das hätten wir auch. Hier geht's ja noch weiter. Ah, jetzt bin ich hier wieder draußen. Wie nett. Okay, da würde ich sagen, können wir mal gerne mal in diese Burg rein. Das Problem ist, jetzt sind hier überall diese Yeetis. Oh, vorsichtig. Ich höre wieder eine Spähfliege. Moment, ich sehe jetzt hier gar nichts. Ist hier unten etwas? Ja, hier geht's lang. Oh, vorsichtig. Nein! Oh Gott, das war knapp. Ich dachte schon. Boah, das war jetzt echt fies. Das war jetzt echt fies gewesen, weil ich jetzt runtergestürzt bin. Mann, diese komischen... Keine Ahnung, ob das Frösche sein sollen oder nicht. Okay, ich glaube, ich habe jetzt so eine kleine Abkürzung freigeschaltet. Damit ich jetzt den ganzen Weg nicht nochmal von vorne latschen muss. Ja, lass denn, ne? Ja, lass du.
Oh, vorsichtig. Oh, oh. Ah. Und jawohl, komm zu Jack. Gut, aber dort oben ist ja noch was. Wie komme ich denn da eigentlich hoch? Meine Güte, mir fehlen tatsächlich nur noch zwei. Ne, drei. Okay. Nee, das wäre, glaube ich, zu einfach gewesen. Denn das können wir nicht verschieben. Okay, nur noch eine Kiste, aber wo könnte sie denn sein? Ach, da ist die letzte Kiste. Oh Gott, wie soll ich da denn hoch? Nee, das wäre zu... Habe ich jetzt... Als ob ich jetzt gestorben bin. Ah, Moment mal, ich glaube, ich komme von hier hoch. Kann das sein? Ja, das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Nein, Jack, du sollst nicht runterrollen, du sollst springen. Du sollst springen wie ein richtiger Junge. Jawohl. Yeah, Dexter freut sich. Gut, das hätten wir auch. Und das heißt, mir fehlt tatsächlich nur noch zwei. Und ganz ehrlich, Leute, ich würde, das wäre es jetzt auch gewesen. Ich meine... Okay, wir machen das einfach so. Aber was ich sagen wollte ist, ich würde dann auch hier... Oder weißt du was? Nee, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Oder was ist denn hier oben? Nee, ich glaube, da geht es wieder zurück, ne? Weil ich würde jetzt eigentlich zurückgehen und dann die Folge wenden, weil, ganz ehrlich, wir haben so viel genügend Energiezellen eingesammelt. Das müsste dann auch jetzt reichen. Ja, wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Oh, einfach so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach mal zurück, ne? Nee, hier bin ich wieder mal falsch. Ach, das ist immer wieder typisch ich. Oder das ist typisch dieser Rückweg. Wenn man immer genau woanders hin möchte, findet man auf einmal den Weg nicht. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ja, hier war das doch, ne? Ja, ganz genau. Das muss der Weg sein. Oder stürze mich einfach in den Tod und spawne wieder hier. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich würde doch dann lieber hier die Folge beenden. Und in der nächsten Folge machen wir dann einfach weiter mit der Story, weil wir haben jetzt, glaube ich, genügend Energiezellen eingesammelt, damit wir jetzt weiterkommen. Und das wäre jetzt eigentlich so quasi in Richtung Finale, obwohl ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Folge ins Finale kommen, nee, nee. Aber es wäre schon mal in die Richtung, weil es gibt keine weiteren Gebiete mehr, wo wir noch weitere Energiezellen einsammeln müssen. Deswegen wäre jetzt hier gut, die Folge zu beenden und ich starte dann hier quasi in den Lava-Vulkan. Die nächste Folge. Okay, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns dann das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Jack and Dexter. Mach's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.